Hi, Servus. Es ist Samstag. Willkommen beim Schrott zum Sonntag. Ausnahmsweise mal wieder an unserem Stammplatz. Und heute mit Daikatana. Ein Spiel, das für 1998 angekündigt war, das 2000 dann erst erschienen ist. Zwischendrin einmal ein riesiges Workover bekommen hat. Und sich selbst, oder nach Aussage des PC-Format, ja, krieg's nicht scharf gestellt. Naja, nach Aussage des PC-Format, das Beste wäre, was es seit Half-Life gegeben hat. Wäre dem so, wären wir in der falschen Sendung. Aber ich würde trotzdem einfach mal sagen, ich schalte mal kurz rüber in das Spiele-Setup und wir gehen einfach mal ins Spiel rein. Das Spiel selber ist ein storygetriebenes First-Person-Action-Spiel. Das bei mir auf den falschen Lautsprecher rausgeht. Ja, definitiv auf dem falschen. Müssen wir mal kurz starten. Schauen wir mal. Jetzt ist auf dem richtigen Lautsprecher. Und jetzt solltet ihr auch was hören. Sehr gut. So, ich würde sagen, ich nehme einfach mal den normalen Schwierigkeitsgrad. Also wir haben insgesamt drei. Hallo Inso. Entschuldigt die Störung, Miyamoto-san. Draußen wartet ein Besucher für euch. Er weigert sich, seinen Namen zu nennen. Sagt, er redet nur mit dem Besitzer der Schule. Außerdem hat Tanaka-san eine Nachricht für euch hinterlassen und sich... Ich hätte heute doch im Bett bleiben sollen. Lass mich raten, Miho. Da draußen an der Türe ist mein Vermieter. Stimmt's? Wie ich schon sagte, weigert sich der Besucher, seinen Namen zu nennen. Hat euch Mashima-san geschickt? Dann bestellt ihm gefälligst, er bekommt sein Geld an. Also ich kann euch versichern, dass ich nicht in Mishimas Auftrag komme. Ich heiße Toshiro Ebihara. Ihr wollt lernen, mit einem Schwert umzugehen? Prima. Ihr seid vielleicht etwas älter als der Durchschnitt meiner Schüler, aber es ist ja niemals zu spät, um... Nein, nein. Ihr versteht mich falsch. Hört mal, wenn ihr auf eine Spende aus seid... Wenn ihr mir erlauben würdet, mein Anliegen zu erklären, Miyamoto-san, es wird nur wenig von eurer kostbaren Zeit beanspruchen. Na schön. Nicht hier. Die könnten uns beobachten. Die? Wer sind die? Kommt, lasst uns ein paar Schritte laufen. Ich verspreche, ihr werdet es nicht bereuen. Vor etlichen Jahrhunderten regierte das Mishima-Shogunat unser Land mit eiserner Faust und blutigem Schwert. Sein einziger wirklicher Gegner war der Clan der Ebihara, eine Gruppe von Kriegern, die sich zum Ziel gesetzt hatte, das brutale Regime zu stürzen. Viele Jahre lang versuchten die Mishimas vergeblich, die Ebiharas zu vernichten. Nach Jahren der Frustration ersann der skrupellose Anführer der Mishimas einen hinterhältigen Plan. Mit Lügen und Falschheit brachte er Osaka Mishima, einen legendären Schwertmeister, dazu, ihm die ultimative Waffe zu erschaffen, das Daikatana. Dieser legendäre Meister war Usagi Miyamoto,
euer Vorfahre. Er war bereits ein berühmter Krieger, als ihn seine Liebe zum Schwertkampf dazu brachte, auch in der Schwertschmiedekunst ein angesehener Experte zu werden. Erst als die magische Klinge fertiggestellt war, erkannte Usagi das Böse in Osakas Charakter. Durch die Macht des Schwertes konnte er das Schicksal vorhersehen, das die Menschheit erwartet, sollte Mishima jemals die Kontrolle über das Daikatana erlangen. Usagi weigerte sich, die mächtige Waffe den Mishimas auszuhändigen. Stattdessen übergab er sie dem Erzfeind des Shogunats, Enshiro Ebihara. Allerdings nur unter der Bedingung, dass man ihm das Schwert wieder zurückgeben müsse, sobald die bösen Mishimas vernichtet seien. In einer epischen Schlacht auf den Hängen des Berges Fiji benutzte Enshiro die gewaltige Macht des Daikatana dazu, die Heerscharen der Mishimas zu dezimieren. Tausende starben auf jenem Schlachtfeld, doch letztlich wurde das Haus Mishima gestürzt. Da er überzeugt war, dass dieses mystische Schwert eine zu mächtige Waffe für gewöhnliche Sterbliche sei, schleuderte Usagi das Daikatana mitten ins flammende Herz des tobenden Vulkans. Ihr wollt also, dass ich ein neues Daikatana erschaffe? Nein, das wird nicht nötig sein. Ich bin ein direkter Nachfahre von Enshiro. So schwer es euch auch fallen mag, das zu glauben, einst war ich ein sehr wohlhabender Mann. Mit den fast unbeschränkten Mitteln, die mir zur Verfügung standen, rüstete ich eine Expedition aus, um die lang verschollene Daikatana aus den Tiefen des inzwischen ruhenden Vulkans zu befreien. Selbst wenn wir mal eine Sekunde lang annehmen, ich würde irgendwas von dieser Geschichte glauben. Was ist denn schon dabei? Das Daikatana ist doch auch bloß ein Schwert wie jedes andere, richtig? Falsch. Der Legende zufolge birgt das Daikatana viele Geheimnisse in sich, bis hin zur Fähigkeit, Zeit und Raum zu krümmen. Ihr müsst wissen, dass das Gewebe der Zeit etwas sehr Filigranes ist. Usagi verlieh dem Schwert gewisse Zeitreisefähigkeiten, mit denen unsere eigene Wahrnehmung der Realität verändert wurde. Na sicher. Der Mann, den ihr unter dem Namen Kage Mishima kennt, ist ein direkter Nachfahre des bösartigen Osaka. Er hat von der Entdeckung des Daikatana erfahren, bevor ich auch nur eine Chance hatte, die antike Waffe zu untersuchen. Er hat das Schwert gestohlen und dann seine magischen Fähigkeiten dazu benutzt, in die Vergangenheit zu reisen und den Ablauf der Geschichte zu verändern. Unsere ganze Umgebung ist nicht so, wie sie sein soll. Alles ist falsch. Nichts ist mehr so, wie es vom Schicksal bestimmt war. Ihr dürftet wissen, dass gegen Ende des letzten Jahrtausends der mutierte Marburg-Pockenvirus, kurz als MMP bekannt, eine furchtbare Seuche auslöste. Kage behauptet, dass die Familie Mishima damals im Jahr 2030 ein Heilmittel für den gefürchteten MMP-Virus entwickelt hat. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, dass der Erfinder des MMP-Impfstoffes Dr. Tatsu Ebihara war. Ebenfalls einer meiner Vorfahren. Nachdem er sich das Daikatana angeeignet hatte, reiste Kage in der Zeit zurück, stahl das Serum von Tatsuo und brachte es unter seinem eigenen Namen auf den Markt. Ich vermute, auf diese Art hat er dann genug Geld verdient, um sein gewaltiges Imperium aufzubauen. Das stimmt. Natürlich verkauft Mishima das Heilmittel nur an die Leute, denen er es gönnt. Mein Zustand ist unheilbar. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht genau, was Sie von mir erwarten. Es geht um meine Tochter. Ihre Tochter? Vom Augenblick ihrer Geburt an habe ich meine Tochter Mikiko gelehrt, mit dem Daikatana umzugehen. Für den Fall, dass sie jemals entdeckt würde. Vor einigen Wochen wollte sie sich bei Kage einschleichen, um das gestohlene Schwert zurückzuholen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Ich befürchte, Mishima hat sie in seiner Festung gefangen. Ihr wollt also, dass ich sie befreie, stimmt's? Ja, und dann müsst ihr beide zusammen das Daikatana suchen, damit die Geschichte wieder den Verlauf nehmen kann, der ihr bestimmt war. Nette Geschichte, Toshiro, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich sie glauben soll. Und selbst wenn, bin ich doch nur ein Kerl, der Kindern beibringt, wie man mit einem Schwert kämpft. Nein, ihr seid der Nachkomme von Usagi Miyamoto. Akzeptiert euer Erbe und... Wer zur Hölle?
Da ist der Hubbel. Gerade oder ungerade? Gerade. Wie viele haben wir verloren? Nur vier diesmal. Hab eben immer Glück. Tja, Pech für dich, was? Ach, scheiße. Also, kurz die Geschichte noch kurz zusammengefasst. Wir haben Herr der Ringe meets Doctor Who in einem mit japanischer Folklore in einem Blade Runner. Eine merkwürdige Mischung. Ich bin sehr leise. Okay. Schon. Auskomme. So. Ich bin hier eigentlich auf voller Lautstärke. Wird mich Windows wahrscheinlich wieder irgendwo runtergeregelt haben. Jetzt darf ich wieder suchen, wo die Einstellungen sind. Ach Gott, ich hasse es. Das war komisch, dass ich jetzt wieder leise bin. Vielleicht jetzt besser? So, Mikrofon. Ah, hier kann ich die Lautstärke noch ein bisschen hochsetzen. Jetzt sollte man mich besser hören, hoffe ich mal. So. Schauen wir uns das Ganze noch an. Ja, eine Waffe, was ein Glück. Ionenblaster. Das Spiel ist noch zu laut. Jetzt besser?
Noch ein bisschen leiser gedreht. Ich hoffe, das passt jetzt. Können. Stimmen. Ich glaube, das passt jetzt. Epic Games noch vorgeschoben. Läuft. So. Wer das für eine gute Idee gehalten hat, die ersten Gegner klein, wendig, schnell und beschissen zu treffen, zu machen.
jetzt schon wieder? Ich glaube, ich habe das Spiel wirklich nur einmal über die ersten ein, zwei Level hinausgespielt. Die waren so dermaßen öde bis nervig, dass ich da, glaube ich, immer auch noch aufgehört habe. Speicherjuwel aufgehoben. Ich weiß auch nicht, was sie mit dem Speichern aus. Ich hab ja. Kleines Geständnis machen. Ich bin jetzt nicht der beste Shooter-Spieler der Welt. Das kann sein, dass ich hier einiges ziemlich häufig doppelt sehen werde.
Ich kann nur speichern, wenn ich diese scheiß Edelsteine habe. Ist ja auch geil. Ist sinnvoll, da unten Spiel löschen zu haben. Jetzt rein intuitiv genau dahin geklickt. Gesundheit, herrlich. Ich schaue, dass ich den da oben irgendwie kaputt kriege, ohne dass ich ihn hier. Ich kann ihn nur am Körper treffen. Ja super, jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Macht Sinn. Ich habe ein Geheimnis gefunden, ja. Den Arsch. Na gut, nochmal. Wieso trifft er mich hier trotzdem hinter der Wand? So. Irgendwie erwischen. Gibt's ja nicht. Wohin soll ich denn jetzt schon ausweichen? Thank you.
Endlich. Die 100er Rüstung. Hm. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt nochmal speichern könnte, aber nein. Hallo Manfred. Mir fehlt ja leider ein Kristall zum Speichern. War das völlig sinnlos. Jetzt ist der Rücken kaputt und das Powerhand ist immer noch nicht offen. Hurra! Und jetzt ist mit der Leiter irgendwie hingekommen. Nein! Nicht. Schade mir selber, wenn ich im Wasser abfeuere. Stimmt. Was diese Offenheit der Welt angeht, wobei das eher ein riesiger Schlauch ist, in dem ich da befinde, habe ich das Gefühl. Aber ich kann ihn wahrscheinlich direkt nach vorne und hinten laufen. Sehr schön. Hängt er denn? Achso, ich muss mich ducken. Hey, meine Stärke ist angestiegen. Im Übrigen, es gibt scheinbar auch ein paar Rollenspielelemente in dem Spiel. Das betrifft diese Anzeigen auf der linken Seite.
Stärke, Angriff, Tempo. Ich kann die entweder mit Extras auf pushen für eine gewisse Zeit oder vermutlich auch über irgendwelche Erfahrungspunkte. Da gibt es irgendwo. Hier? Nee, ist was anderes. Einsehen kann ich das scheinbar nicht. Sehr schön. Ah, da kann ich noch springen. So, Medipack. Hä? Achso, vergiss bitte wieder. Schon ein bisschen nervig hier. Der blinkt da ständig, dass ich die Stufe ansteigen kann. Muss ich gerade mal. Schauen, was man hier einstellen kann. Partnerwechsel, Waffe wählen. Achso, die sind gar nicht belegt. Okay. Das war die Umschalttaste, da wollte ich gar nichts machen. Jetzt weiß ich gar nicht, welche gerade belegt sind. Nein. Gibt es überhaupt noch freie Tasten dafür? Ah, die F-Tasten kann ich nehmen. 5, 6, 7, 8, 9. Einspeichern. Hä? Schauen wir mal. F11 und F12. Das müssen wir merken. Erhöht er die nicht selbstständig, wenn ich sowieso nur um einen Punkt erhöhen darf? Warum muss ich da unbedingt nochmal mit dem Kopf drücken? Ach,
noch einer. Kann ich jetzt hier irgendwas machen, oder? Ah. Ich werde noch wissen, wo das ist. Wo sich da was aufgetan hat. Eine Map habe ich nicht mehr. Achso, das war die kaputte Brücke. Weiter. Okay. Hinter Wasserfall natürlich.
zu Ende. Das ist mir selbst egal. Okay. Das erste Level war schon mal vielversprechend. Wie soll ich denn ohne ein kleineres Geschütz durch dieses Tor kommen? Ob ich vielleicht... Was zur... Wer? Hui, was zum Henker war das denn? Hui. Ach nee, ich hab doch nicht die Losbinderin ein. Geschrieben, es gibt über 50 Gegnertypen. Und alles, was ich bekomme, sind bisher unbeziffert. So. So, nee.
ist mein neuer Gegner. Klappt. Sehr gut. Ich glaube, ich habe nichts, wo ich da nicht hochkomme. Stein. Nix aus. Warum scheint es noch weiter zu gehen? Ja, ich darf wieder Stärke geben. Oder eins von den anderen. Ah! Achso, das zeigt nicht auf Stärke, das zeigt darauf, dass ich hier generell irgendwo einen Punkt setzen kann. Okay, jetzt ist man bei Angriff. Schauen wir mal, ob es was hilft.
alle im Wege stehen, ne? Ja. Natürlich. Das ist auch sinnvoll. Wo ist die Tür jetzt aufgegangen? Müsste man weiterkommen. Ich hab eine Waffe. Das sehe ich gerade. Dafür habe ich dann wahrscheinlich auch das C4. Schauen wir hier. Komm, sie nicht. Jetzt den ganzen wieder zurückschickt, oder? Eine Glasscheibe, vielleicht bei mir da rein. Oder auch nicht. Ah, okay. Mitten im Weg stehen können. Ah, da ist was. Autorität. Jetzt habe ich das Ding hier eingeschaltet.
ist ganz zu. Viel Wetter. Tür, aber die öffnet sich nicht. Ich sehe zwar auch nichts, was sie öffnen könnte. Schalter. Ach, ich muss wahrscheinlich noch schnell sein. Ja, macht absolut Sinn. Was? Warum? Weil ich den Vorstand kalt gemacht habe? Den ganzen Scheiß nochmal machen wir das. Thank you.
auch das Sickle unten nicht aufsammeln. Bringt mir, glaube ich, eh nichts. Keine Ahnung. Ich habe zumindest keine Änderung gesehen, gemerkt. Ja, mit dem Sound kann man streiten, aber was mich halt tierisch nervt, ist eigentlich diese Rollspielmechanik. Mit den Punkten, die ich vergeben kann, merkt überhaupt keinen Unterschied. Ob die Werte irgendwas bewirken oder nicht. Ehrlich jetzt, es hängt auch noch das Krokodil fest. Vielleicht erst, wenn ich das Schwert habe, oder? Keine Ahnung. Mit Schusswaffen bringt das überhaupt nichts.
Okay, das ist eine Grenzstation. Am meisten nervt mich an dem Spiel aber dieses Speichersystem. Dass ich nur speichern darf, wenn ich auch die Kristalle dazu habe. Ich weiß nicht, ob das bei Easy Mode genauso gewesen wäre oder nicht. Aber normalerweise spiele ich den Easy Mode nicht oder versuche ihn zu vermeiden, weil der häufig einfach runtergekürzt ist. Im Spielinhalt. Jedes Mal die ganze Scheiße von vorne anfangen. So. So nervige Gegner. Alles so extrem klein, dass du extra zielen musst. Ja, dass du das Ganze überhaupt zielen musst. Keine Ahnung, was noch da ist. Der hat ja irgendwie gesagt, dass er weg muss oder irgendwas erledigen muss. Also glaube nicht. Okay.
Cutscenes auch nicht unterbrechen. Das werden wir jetzt jedes Mal anschauen, wenn die Türen auf uns zugehen. Was? Ach, scheiß Frosch. Wäre zu einfach, wenn man die Gegner direkt sehen könnte.
Treppensteigen hat die KI auch nicht mitgereicht. Stell dir mal vor, du musst jetzt da arbeiten, das musst du jeden Tag machen. Knopf drücken und Stunden warten, bis dieses Ding kommt, nur wenn man sich ein paar Meter Rampe sparen wollte. Da muss eine Rampe sein, weil Treppen steigen können wir nicht. Na komm. Ich hätte die Rampe hoch, da hinten ist eine Stufe, da kommt er doch eh nicht hoch. Ah, doch, der kann. Dafür ist natürlich die Tür wieder zu.
Kann ich einfach durch die Tür gehen? Ich muss jetzt jedes Mal runterlaufen, die Tür aufmachen, hochlaufen, 3-4 Mal feuern. Ah! Ist der durch die Tür gekommen? Ja, der ist durch die Tür. Kann ich den ja gleich kappen. Sehr gut. Meine Fresse! Ich kann ja nicht vor Zivilisten schießen, aber der regt mich auf. Das ist das zweite Mal, dass ich da in dem reinfliege. Natürlich ist die Tür wieder zu. So. Platz. So, geht doch. Gut, dann laufen wir. Ah, ich hätte da vorher nicht stehen bleiben dürfen, das war alles. Was? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hat er wenigstens gespeichert? Ja, kommt hin. Moment. Gibt's doch nicht. Der stürzt mir jetzt jedes Mal ab an der Stelle. Versuchen wir mal was anderes. Vielleicht liegt es an der Auflösung, dass er ein Problem hat. Nein, daran lag es nicht. Und nun? Jetzt haben wir gerade eine Stunde. Nee, war das wirklich nur eine Stunde? Das kam mir viel länger vor. Nee, muss zwei gewesen sein. Fast. Anderthalb. Tatsächlich anderthalb Stunden. Es ist jetzt schon eine hochgepatchte Version. Plus Community Patch. Die mir jetzt einmal direkt abstürzt. Und zwar jedes Mal, wenn ich den Spielstand lade. Schauen, was passiert, wenn ich den vorherigen Spielstand lade und einfach nochmal da durchmarschiere.
Das war meiner. Nicht löschen. Laden. Ich warte nur darauf, dass ich irgendwann auf Löschen klicke und mich dann richtig ärgere. Gang da hinten. Das nochmal. Mich stört eher, dass sie überhaupt da ist. Der nervt wie Sau die ganze Zeit im Ohr. Na gut, versuchen wir es nochmal. Speichert und er stürzt ab. Gut, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal an der Stelle Cut. Schau mal, ob ich es irgendwie reparieren kann bis nächste Woche. Weil wir haben ja von dem Spiel kaum noch was gesehen, bis auf diesen richtig beschissenen Außenpart. Diese verdammt kleinen Scheißgegner, die einfach nur nervig sind. Vor allem im Sommer will ich nichts mehr mit Mücken zu tun haben. Und jetzt, wo es vielleicht endlich mal in den Innenraum geht, wo es wirklich interessant werden könnte, stürzt der Scheiße ab. Ich werde mal nachforschen. Ich werde schauen, was sich machen lässt.
Ein stimmiges Intro, ja, das war wohl bis jetzt das Einzige. Das Einzige. So. Wie gesagt, ich werde schauen, ob ich das irgendwie hinbekomme, dass ich da weiterspielen kann an der Stelle. Muss mal nachforschen, woran das vielleicht liegen könnte. Problem ist, wenn ich die Community Patch nicht installiere, dann kann ich die Auflösung nicht auf ein vernünftiges Maß stellen. Für den Fenstermodus. Also ich brauche diesen Patch, dass ich es gescheit spielen kann im Fenstermodus. Das ist zu klein. Wenn ich den nicht installiere und bis dahin spiele, dann kann ich auch den Spielstand nicht nutzen, wenn ich danach den Community Patch installiere. Ich kann nur komplett von Null anfangen, den Patch. Ich muss mal schauen, vielleicht finde ich da irgendwo einen Hinweis. Ja, das wäre die nächste Idee. Oder cheaten. Cheaten weiß ich leider nicht. Er stürzt ja sofort ab, sobald er den Bereich lädt. Eventuell ist auch da was kaputt. Muss ich überprüfen. Aber ich würde sagen, für heute reicht's mir. Auch mit dem Spiel. Das ist etwas, was man wirklich in kleinen Dosen genießen sollte. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall immer nachforschen, wie ich in diesen Bereich reinkomme. Ob es da eine Möglichkeit gibt. Ansonsten würde ich sagen, ich mache jetzt, wie gesagt, für heute erstmal Schluss, Pause und werde mich dann die Woche mal damit beschäftigen. Und für heute würde ich sagen, ich raide noch rüber zu Inso, zu Phyrexos. Da. Und wir sehen uns dann nächstes Wochenende wieder. Also bis dann. Servus.